So, zurück zu dieser anderen fliegenden Stadt. Ja, da, das müsste sie sein. So, ein Rennen haben wir noch. Ich frage mich aber, was hier oben ist. Die Bürger werden daran erinnert, dass jeder Moment ihres Lebens zu Schulungs- und Qualitätsfehlfunktionen. Zu Schulungs- und Qualitätsfehlfunktion. Wisst ihr Bescheid? Hier oben ist nichts. Okay. So, wo war diese goldene Statue? Die war hier irgendwo. Irgendwo hier war die. Irgendwo in diesem Ring. Ich werde erneut meine Stärke demonstrieren. Kaputt. Oh, er ist 5 von 10. Dann müssen wir noch mal suchen gehen. Da ist noch ein Rennen. Gibt es zwei oder bist du einmal rum? Ich bin wahrscheinlich einmal rum. Weil so groß ist das Teil nicht. Brauche ein Motorrad dafür. Oha. Ein Motorrad. Komm, dann nehmen wir noch mal hier dieses kleine Dirtbike. Ach, ey. Ach, ihr wollt mich doch verarschen hier, oder? Einmal aus. Oh. Eieiei. Okay. Ihr zielt doch darauf ab, dass wir hier regelmäßig runterfallen, oder? Ich habe gerade keine Zeit dafür, danke. Slalom am Rand der Stadt. Wuhu, okay. Ah ja. Natürlich wollen wir das. Nein, ich falle nicht runter. Ha! Edge. So, es gibt doch diese Errungenschaft. Dieses Stunt-Gedöns. Aber so, ich glaube, wir sind jetzt hier oben tatsächlich fertig. Attilan haben wir durch. Da erscheint dann vielleicht irgendwann noch ein Boss-Charakter, aber erstmal ist das durch. Gleich freikaufen. Ja, mache ich. Mache ich. Aber wir könnten tatsächlich mal gucken. Fliegender Avenger. Ja, okay, das sind diese Vögel. Drohnenzerstörer. Alle Anzeigen. Attilan ist gehackt. Da fehlt uns nur noch eine. Cool. Unnützes Wissen.
Habe ich das in Attilan schon gemacht? Weiß ich nicht. Das ist durch Stadtrundfahrt Flugkünstler. Boah, 4 von 15. Okay. Theoretisch müssten in Attilan noch Vibranium-Soldaten sein. Ach, Quatsch. Tolle Aussichten! Es gibt Aussichten. Musst du ganz nach oben. Okay. Schatzjäger. Alle verstecken. Es gibt so viel. Es gibt so viel. Suchen und zerstören. Es soll ja nicht langweilig werden. Ja! Rap. Ahaha. Das Rap-Dings. Okay. Minispielmeister. Die haben wir alle abgeschlossen. Neue Adresse. Fehlen uns auch noch welche. Zylinderschinder. Haben wir durch. Gut, dann gucke ich mal. Ob ich vielleicht die... Ich weiß nicht genau, ob es hier Vibranium Soldaten gibt. Aber ich gucke jetzt einfach mal. Ob mir hier irgendwie was angezeigt wird. Das heißt es ja dann immer von The Wasp. Nee, das sind nur die klassischen. Das sind nur die. Die bedrohen immer Leute. Bin ich hier unten einmal rum? Gucken wir oben nochmal. Und wir könnten mal gucken, ob wir hier auf den hohen Gebäuden die Aussichtsplattform finden. Diesen komischen Fotopunkt. Weil der ist ja, wenn dann, hier auf einem der hohen Gebäude. Es hieß ja, wir müssen hoch hinaus für die beste Aussicht. Mal gucken, ob wir die finden. Natürlich gäbe es die Möglichkeit, im Internet irgendwie zu suchen, aber hey. Wo wäre denn da der Spaß? Ah. Hier gibt es tatsächlich keine Aussichtsplattform, sehe ich das richtig? Hier gibt es keine. Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen hier unten mal weiter. Wie wäre es, wenn wir uns das nächste Rap-Battle mal zu Gemüte führen, das hier irgendwo im alten England jetzt stattfindet. Typen machen in deiner Nähe Ärger. Die machen mich so sauer. Hier im guten alten England wird sich diese Demokratie niemals durchsetzen. Lang lebe der König. Naja.
hier unten? Danke. Ich dachte, es sei um mich geschehen. Bitte. Es ist auch einfach. So. Es gibt hier oben in der Burg auch noch ein Rätsel, das ich noch nicht geschafft habe. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich zu diesem... Oh! Haha, ich hab's gefunden. Cool. Wie ich zu diesem roten Stein hier oben gelange. Hier. Dieser rote Stein. Er wollte was von der Hexenjagd. Ah. Nun gut. Rap Battle. Unser Preisrichter ist anscheinend endlich eingetroffen. Seid ihr bereit für eine weitere Rap-Runde? Ja. Let's go. Willkommen zur zweiten Runde des Chronopolis Rap Battles. Unsere heutigen Rapper sind Sir Rapsalot gegen Princess Poppenlock. Sir Rapsalot. Falls du die Regeln vergessen haben solltest, hier sind sie noch einmal. Oder wenn du lieber gleich loslegen möchtest, drück den Knopf. Beide Rapper droppen ein paar krasse Reime. Wenn sie fertig sind, Na gut, legen wir gleich los. 3, 2, 1, Rap los! Ihr wagt es, Schub, sucht wahrlich Streit, mit Verlaub in den Staub vor dieser holden Maid. Meine Raps bezwingen jeden Prinzen, jeden Bauern, lassen Drachen sich nass machen, Löwen vor mir kauern. Seht ihr nur, die Prinzessin wird euch fällen, ein Schock, mein Zorn gleich einem Steinschlag, ich bin Princess Poppenlock. Ich führe Wörter wie Schwerter und Rap wie kein anderer, hüte deine Zunge, Max, sonst jag ich dich nach Wackern da. Macht nicht so ein Gesicht, könnt ihr nicht rappen, dann lasst es. Ach, das ist nicht euer Gesicht, das ist der Po eures Rosses. Ihr kriegt mein Antlitz, sagt das gleiche dem meiner Pferde. Ach, wie gut jetzt eine gewitzte Antwort kommen würde. Steck die Schwerter weg. Das war's. Gut, Preisrichter, jetzt hast du es in der Hand. Benutze die Knöpfe, um den heutigen Gewinner zu bestimmen. Ein gutes Scharmützel. Verzeiht diese Pferdegeschichte. Nicht der Rede wert, verehrte Dame. Fürwahr, eine sehr erquickliche Rap-Session. Also, mein Favorit ist ja... Sobald du deine Entscheidung getroffen hast, gibt es kein Zurück mehr. Ich fand ihn irgendwie besser. Als diese Dame. Spann diese armen Rapper doch nicht auf die Folter. Doch, ich bin Preisrichter, ich muss überlegen. Der Ritter hat gerockt, ja? Also ich bin für Sir Rapsalot. Und der Gewinner ist... Sir Rapsalot! Möchtest du ein paar Worte zu deinem Sieg sagen? Die Geschichte Englands kennt keine Schlacht, die derart erbittert geführt wurde. Dieser Sieg ist eine große Ehre. So, da haben wir's. Ein weiterer glücklicher Rapper hat es ins Finale geschafft. Wir sehen uns bei der nächsten Runde auf den Ebenen des Wilden Westens. Auf in den Wilden Westen. Ist hier eine Aussichtsplattform da oben vielleicht? Ne, hier ist nur ein Steinchen. Okay. Auf in den wilden Westen. Vorher möchte ich aber wissen, was hier oben so ist. Das habe ich wahrscheinlich schon zigmal geguckt, was hier so ist, aber schadet ja nichts, so alle 100 Folgen mal wieder zu gucken, was da oben ist. Original nichts. Noch nicht mal mehr eine Aussichtsplattform. So, Wilder Westen, wir sind unterwegs.